Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ich habe Angst vor dieser riesigen Wache, Schrank, Kühlschrank, was auch immer. Und deswegen hauen wir von dieser Stadt ab. Ja. Ja, die haben uns eingeholt und wir müssen so schnell wie möglich aus dieser Stadt verschwinden. Kein Ding. Verlasse das Dorf. Dorf, ja, nicht Stadt, Dorf. Eine Milliarde Mal Entschuldigung. Da sind auch Wachen, habe ich gesehen. The soldiers beat us here. Great. Now what? Töten. We force our way through. Ja, genau. Right and fast, before any more arrive. So that's your plan? Just charge through? I thought I was hot-headed. Oh Gott. Excuse me. Entschuldigung. What is it? What are you doing? We're trying to figure out how to get past those soldiers. Way to cut to the chase. So, those people, they're in your way? Und nochmal, oh Gott. What in the world? How did you do that? What's going on here? Oh Gott. Child. You know you're never to leave the shed. Roshigal troops, curse you. How dare you come here? It's Nein, bleib hier. Huh? Nein. Where is she going? Ist doch egal, folg ihr. Which way did she go? Toward the square. What? No, she mustn't. You all must be outsiders. You should hurry and leave this place. I have no idea what just happened, but I ain't complaining. Yeah, two lives here, playing side. Let's get out of here. Heraus? Nein. Gib dich mal die Kerafe nach Niakera. Nein, wir bleiben hier. Ich muss zurück. Und zwar sofort. Ich muss das Mädchen nochmal treffen. Nein. Wir kommen noch mal zu diesem Dorf zurück, oder? In der nächsten Stunde, keine Ahnung. Bitte? Bitte? Hallo? Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Nein, hab da ein Mädchen gesehen. Wir müssen unbedingt so schnell wie möglich machen, was wir auch immer machen müssen. Ja, ich guck mal. Ach, wir haben ja nichts Neues, stimmt. Ja, super. Ja, Geld schenken, ich hab's ja auch, ne? Natürlich. Warte mal einfach, nee, ich baller nicht alles da rein. Ja, jetzt vielleicht brauche ich das irgendwie noch für Quests oder keine Ahnung. Ich baller es auf jeden Fall, weil ich gierig bin. Was zum Mal? Hä? Das gibt nur ein? So, neue Waffen, Faustschutz. Das ist voll Kacke. Bis dahin habe ich die Dinger schon gekauft. Jetzt kaufe ich gleich die neuen Handschuhe und beim nächsten Mal, wenn ich den Aufballer, dann sind die billiger. Ja, heilige. Boah, nee. Rüstungsladen. Ich würde mal den Rüstungsladen gerne aufballern. Ach, die haben auch noch unterschiedliche. Die haben noch unterschiedliche. Keine Ahnung, runder Strot? Ein Strot? Rüstungsladen? Ein Strot. Ach du Kacke, wer hat denn jetzt was für Kopfsachen? Erwin zieht die schweren Klamotten an. Sie die Bänder. Was? Oder? Was hat sie denn an? Er zieht den Stroh an. Bietet dein Kopf nicht sonderlich viel Schutz. Was soll's? Und ja.
Ja, die sollen ja auch hier irgendwie verschiedene Klamotten ausgerüstet haben. Die hatten Reif. Hä? Und der hat hier so Magierhut. Ach, das ist ein Magierhut, okay. Ja, Strohhüte sind Magierhüte. Ein seltsames Mädchen. You know that girl we saw in Hamil? Ja, die war voll süß. What about her? You didn't think that ach ja, und dieses Puppending. War ja auch da. All part of growing up, kid. But she was controlling that doll and shady people were chasing her. That doesn't bother you? Yeah, plenty of that going around. And just look at ourselves. I think we have enough on our own plates. You really want more irregularities in life? Not that it's necessarily a bad thing, mind you. No one's got a bigger helping of weird than Mila. And she doesn't seem to mind. Well, that's certainly true. Okay. So. Ich werde versuchen, diesmal nicht so viele Kämpfe in mich hineinzuziehen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert. Die kommen einfach auf mich zu, auch wenn ich auf die Gegner zurenne. Und da haben wir Geld bekommen. Hätte ich das ein bisschen früher gekriegt, dann hätte ich mir die neue Waffen kaufen können. Aber egal. Ich kämpfe einfach gegen alle neuen Viecher, die ich hier sehe, erstmal. Sag. Mann. Muss irgendwie gemacht werden. Was? Warum lädt er seinen Angriff manchmal so auf? So, noch mal. Ich hab eine Idee. Nein, spring. Hab ich auf. Hab ich auf. Hä? Ich habe auf Halbautomatisch. So. Ja, ich drücke auf 4 Stunden, ey. Ich bin auch bescheuert. No. Doch, ich habe schon wieder längst vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Okay, egal. Nicht geschafft, auch gut. Eine Landkrabbe. Ja, ich warte bis zum nächsten Shop. Habe ich den wieder aufgelevelt und was weiß ich. Komm mit ihr her. Verdammt, ich wollte mich anschleichen. Verdammt, 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 verdammt. Ein Sturm. Bam. Oh, da wurde Mila von hinten genommen. Ja, ich versuche Mila. Ah. Jetzt hat er gebrochen. Aha. Gegen die Schildkröten sollte ich also am besten mit Alvin verbinden. Meine Gegner mit der Faust zu schlagen. Ist das wirklich der einzige Weg? Boah, keine Ahnung, ich fühle mich dieses Mal irgendwie gesprächiger. Und hier komme ich wieder zurück, oder? Ja. Intelligenter fühle ich mich aber nicht. Nein. Oh, keine Ahnung. Ich komme langsam in das Element rein des Let's Plays. Die verlorene Kunst. So. Und Endsturm. Oder Dämonenchaos, genau. Das wollte ich auch einsetzen. Dankeschön, Alvin. Demophis. Servus, Dreck. Den Angriff habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ich glaube, es ist jetzt auf dem Fonia 2. Also die meisten Techniken kenne ich aus Tales of the Abyss. Weil da waren ja auch in Englisch. Das komplette Spiel war ja auch in Englisch. Deswegen war es auch ein bisschen ungewohnt, so bei Tales of Grace ist, die ganzen deutschen Namen wie Tigerklinge anstatt Tiger Blade oder so zu hören. Für mich war das ein bisschen ungewohnt. Aua. Oh. Wow. 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 Zack. Nein, das wollte ich nicht machen. Zack. Was macht er da? Nachdem er den Angriff eingesetzt hat, lädt er sich nochmal auf. Warum macht er das? Was soll das? Oh, jetzt kriege ich schön Geld. Gut. Ah, da ist was. Schön Feder. Nice Boat. Hm. Ey.
dachte, ich hätte was gesehen. Ich bringe, naja, ihr wisst schon, Vielseitigkeit ins Spiel. Einfach tritt in die Fresse. So. Tiger Blade. Mag ich so kaputt. Kam mir irgendwie vor, als hätte man ewig gebraucht. Level up. Level up. Shane. Warte mal, bis du da auch noch ein Level up hat. Dann mache ich alle drei zusammen. So, komm her. Und Fireball. Bin voll effektiv. Aua. Mann. Also, helf mir mal. Das ist nur ein Blocken. Mein Arsch. Helf mir mal. Der Block wird aber auch direkt. Nee, nicht Block. Der durchbricht das aber auch direkt. Ich glaube, ich spare mir mal hier diese doppelten Dinger. Aber meine Kollegen können das ja auch einsetzen, ne? Egal. Mein Gott. Verdammte Schildkröte. Und er hat auch ein Level Up. Geil. So. Dann nehmen wir uns nur diese Truhe. Werfen das weg. Was wir jetzt ja haben. Boah, das war knapp. Okay. Ja. Was nehmen wir denn hier? KP plus 81 haben wir. Ja, schick. FP. C. TP. Blitzabwehr. Levelwiederherstellung. Ich möchte Techniken haben. Oder hier AZ. Das war ja auch gut. Langer Schritt. Gehe größere Vorwärts- und Rückwärtsschritte. Okay. Erdschutz. KP gewinnen. Nichts Neues. Schwalbentanz. Hier. Da nehme ich. Ja, kann ich ja nur. Und direkt noch was gelernt. KP gewinnen. Er hat bei jeden Sieg meinen Feind 10 KP. Geil. Und noch was gelernt. So, das kann ich eigentlich hier oder hier. Ich mache mal hier. Schwalbentanz. Könnte halt Swallow Dance sein. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Wirken von Arzt, das könnte ja. Obwohl man Magier, so Angriffsmagier sehe ich da nicht so eng. KP gewinnen. Flammenring einfach. Nehmen wir das hier. Ja, das kriege ich aber nicht in diesen Run. Dann nehmen wir. Ja, auch Schimmerwirbel. Zack. Oh, direkt zwei. Blitzabwehr und Schimmerwirbel. Was habe ich überhaupt gelernt? Der Körper biegt sich und nimmt Licht auf, um nach vorn zu stimmen, umgebende Feinde anzugreifen. Okay. Dann bereiten wir das schon mal vor. Oh. TP-Kombo-Hilfe. So, ich habe. Ich kann jetzt nicht so gut darauf eingehen, ich habe keine Zeit mehr. Schallschuss ist erschreckend, Schallschuss verwaltet sich, aber Schallbombalarm. Ja, was soll's, machen einfach. Sondern nicht passieren kann ich mich ja nicht. Und KP sehe ich einfach nur, deswegen KP. So, geh weg. Dann würde ich sagen, wir nehmen noch den Schatz hier. Und dann bin ich in Sicherheit. Ja, ich würde sagen, nein, wir sehen uns im nächsten Part. Ah, tschüss. Ja, damit. So, tschüss. Und natürlich tut am Ende des Parts hier Nonskid auftauchen. Tschüss.